Das Dirk-Hamer-Syndrom bedeutet ein Zusammentreffen von drei wesentlichen Faktoren. Erstens, es muss ein äußerst schweres Konflikterlebnis sein. Zweitens, es muss dramatisch begonnen haben. Und drittens, der Patient muss während dieses Erlebnisses isoliert gewesen sein, sich nicht hat mitteilen können. Wenn diese drei Dinge zusammentreffen, dann nennen wir das das Dirk-Hamer-Syndrom. So entsteht ein Krebs. Sie sind aber selber auch krebskrank gewesen. Wie war das? Ja, das war furchtbar. Sie wissen nicht, ob Sie noch 3 Monate überleben werden. Und das können sich die anderen gar nicht vorstellen überhaupt, die das nicht haben. Sie als Arzt gehen aber doch sicher anders daran, als, wenn man das so sagen darf, der normale Mensch. Ja, ich stand damals noch so sehr unter dem Schock des Todes meines Sohnes, dass ich eigentlich immer nur gedacht habe, wäre ich doch lieber gestorben statt ihm. Und sehen Sie einen Zusammenhang, weil Sie das gerade erwähnt haben, zwischen dem Tod Ihres Sohnes und Ihrem Krebs? Ja, ich sehe nicht nur einen Zusammenhang, sondern ich habe das ja nun an über 600 Fällen exakt eruiert. Da ist ein exakter Zusammenhang und das stört zwar alle meine Kollegen, wenn ich sage, das ist eine Gesetzmäßigkeit, aber es ist in jedem Fall, wo die Diagnose histologisch exakt ist, ist das exakt so, dass ein solcher Zusammenhang da ist. Und zwischen dem Erlebnis, nämlich dem Tod Ihres Sohnes und Ihrem Krebs bestand ein Zusammenhang, so haben Sie damals schon vermutet. Ja, ja, natürlich. Und zwar aus, zwischen dem subjektiven Empfinden des Todes meines Sohnes, nicht, muss ich genauer sagen, also aus diesem subjektiven Konflikterlebnis. Sie haben es schon mehrfach angedeutet, daraus haben Sie eine neue Krebstheorie entwickelt. Wie sieht die in den Einzelheiten aus? Welche Schritte hat diese Theorie? Ja, zunächst mal habe ich exakte Ergebnisse. Sie wissen vielleicht, ich bin also naturwissenschaftlich sehr stark vorgebildet als Physiker. Und, aber gleichzeitig Medizin. Ja, Internist. Und ich bin also gewohnt, exakt naturwissenschaftlich zu denken. Ich will es kurz machen, dass jedes Mal einer Krebserkrankung ein ganz schweres Konflikterlebnis voraufging. Das ist der erste Punkt. Ja. Und ich habe als zweites gesehen, dass jedes Mal ein ganz dieses Konflikterlebnis ganz akut hochdramatisch war. Meistens konnte es der Patient auf die Minute datieren, zumindest auf den Tag oder auf die Stunde, ganz hochdramatisch akut. Es war also das Schlimmste, wie bei meinem Sohn auch, das war das schlimmste Konflikterlebnis meistens, was der Patient, auch für die anderen Patienten, fast immer, das schlimmste Konflikterlebnis, was er je in seinem Leben gehabt hat. Der dritte Punkt? Der dritte Punkt war, dass der Patient in diesem Moment, wo er dieses gewaltige Konflikterlebnis hatte, immer isoliert war. Das heißt, er hatte niemanden, mit dem er das sofort besprechen konnte, sodass er das also irgendwie mitteilen konnte, sodass er das abrauchen konnte, sagen wir Mediziner, also dass er das ablassen konnte. Er hat das in sich hineingefressen. Diese drei Punkte zusammengefasst waren dann die Entstehung des Krebses. Ja, gleichzeitig so entsteht ein Krebs, jeder Krebs. Die eiserne Regel des Krebs bedeutet Folgendes. Wenn ein Krebs durch das Dirk-Hamer-Syndrom entstanden ist, dann ist praktisch ein Programmierungsfehler im Gehirn entstanden, quasi eine Art Kurzschluss, eine Art Dauerkurzschluss. Der Krebs nimmt seinen Fortgang, wenn dieser Konflikt anhält. Der Patient bemerkt aber diesen Krebs im Allgemeinen erst nach einer gewissen Zeit, wenn er groß genug geworden ist. Diese Zeit nennen wir die Manifestationszeit, die für jeden Krebstyp verschieden ist. Der Konfliktinhalt lokalisiert praktisch den Krebs. Das heißt, der Krebs geht dorthin, wohin der Konfliktinhalt deutet. Der Verlauf des Konflikts entspricht exakt dem Verlauf des Krebs. Ist der Konfliktverlauf dramatisch, ist auch das Krebswachstum dramatisch. Ist der Konfliktverlauf
undramatisch. Schläft er sogar ein, dann schläft auch der Krebs ein. Das heißt, stoppt der Konflikt, dann stoppt auch der Krebs. Das ist gleichzeitig für uns nun die Möglichkeit, den Krebs zu therapieren. Denn stoppt der Konflikt, dann stoppt auch der Krebs. Morgen, Herr Glaser. Morgen, Herr Doktor. Morgen. Morgen. Na, wie geht's? Gut überstanden? Alles sehr ja, gut, alles sehr gut, sehr gut, na, ja. Kennt ihr euren Vater noch wieder? Was? Hm? Na, Herr Glaser, wie lange hat man gesagt, haben Sie noch zu leben, als Sie gekommen sind? Oh je, na, vielleicht 4-5 Tage. Ja, wie viel konnten Sie noch laufen? Meine Kinder haben mich stützen müssen. Ja. Alle beide. Ja. Und jetzt? Und jetzt bin ich so fit auf der Fiesen. Ich habe mich gestern gefreut, wie Sie das gemacht haben. Pavel. Das war. Ja, und die ganze Familie steht hinter Ihnen. Das finde ich einfach fantastisch. Ach, so soll es ja auch sein. Ja, so stellt man sich eine richtige Familie vor. Ja. Wie viel haben Sie zugenommen jetzt an Gewicht insgesamt? An Gewicht habe ich jetzt vorgestern über Nacht 1 Pfund zugenommen, ja. und heute wieder 200 Gramm. Na, also, kennt ihr euren Vater noch wieder überhaupt? Hm? Da ist wie umgewandelt. Hm? Ja, das geht auch so weiter. Zwar nimmt man nicht immer gleich viel zu, so aber ist, das ist so egal. Ich muss halt meine Kur aushalten, solange ja. wie ich denke, ja, ja. dass ich jetzt fit bin und kann wieder heimkommen ja. zu meiner Familie. Sie haben ja nun also schon eine große Odyssee hinter sich. Das kann man wohl sagen, in meinem Fall. Und haben schon sehr, sehr viele Ärzte frequentiert. Und ja. Wie war das ja. denn eigentlich? Ja. Haus und Hof verkauft? Ja, wir haben unser gesamte Lebensersparnis verkauft, also Haus verkauft, unser Grundstück verkauft. Und alles an die Ärzte bezahlt? Alles, ja, an Kapazitäten. Guck mal, wie soll ich das noch sagen? Richtig sagen, wir waren in Washington im Walderich Krankenhaus. Wir waren in Österreich, in der Schweiz, in Oberbayern bei bekannten Krebsärzten. Ja. Und man Ärzten, konnte mir nicht helfen, nein. Ja, und nun kamen Sie durch bei uns an? Ja, durch eine Zeitungsannonce, die ich von ja. meiner Nachbarin bekam, ja. erfuhr ich von Ihnen. Und ich wollte eigentlich nur in Ruhe sterben können. Denn man hat mich nach Hause geschickt und hat gesagt, da ist wirklich nichts mehr zu ja. wollen. Ja, und das Schlimme war doch eigentlich für Sie, dass man dann, als Sie nun kein Geld mehr hatten, gesagt hat, ja, nun ja, ja. kommen nachdem Sie mal wieder, wenn Sie wieder Geld haben. Ja, ja, ja. Nachdem wir kein Geld mehr hatten, dann wurde ich vollkommen abgeschrieben. Ja. Und ich finde, das ist so schrecklich, wenn man sich dann ganz verlassen vorkommt. Nicht ja. nur verlassen vorkommt, ja. sondern verlassen ist. Ja. Und wie fing das denn nun an? Wie plötzlich... von wann ab fühlten Sie sich denn besser? Als wir nach hier kamen, ich hatte mich meinen Mann praktisch aus dem Auto tragen müssen, konnte ich kaum über die Straße laufen, ich bekam keine Luft mehr. Mhm. Gestern haben wir alle uns gefreut, Sie haben Fahrrad gefahren und zwar fast den ganzen Tag. Ja, ja, als mein Mann mich das erste Mal am Sonntag jetzt besuchte, dann sagte ich, kenn dich ja gar nicht, du bist ja ganz normal. Ja, das ist wirklich ein... man muss sich erst lernen, dass man eigentlich normal ist wieder. Ja, ja. ja ich war derart verkrampft und verkorkst und verängstigt. Ja. Ich finde, es muss einfach mal ein Durchbruch geschaffen werden, dass Medizin nicht mehr nur mit Geld zusammenhängt. Ich finde es so ekelhaft, dass praktisch der Mensch, wenn er krank ist, nun doppelt in die Zange und in den Schraubstock genommen wird und bis zum letzten Tropfen ausgequetscht wird. Das finde ich so gemein. Denn
jeder, der, ich war ja selbst an Krebs erkrankt und dann verlassen alle einen fluchtartig, bis auf ganz wenige Menschen, die dann noch zu einem stehen. Und die Ärzte, die nun hingehen und den Patienten, der nun in seiner Todesangst alles bezahlen will, wie Frau McLean hat Haus und Hof verkauft, 250.000 Mark an die Ärzte verschleudert. Es ist so eine Gemeinheit, dass die Ärzte dann noch rangehen und sagen, da können wir jetzt auch nicht Geld verdienen. Jetzt, ja, der zahlt alles, der können wir dem alle Spritzen verkaufen und alles. Von 250.000 Mark können wir an dem verdienen. Es ist eine solche Niedertracht. Und das muss aufhören. Der Patient muss, er muss mündig werden. Er muss sagen, nein, das mache ich nicht. Lieber helfe ich mir mit den anderen selbst. Und die Ärzte, die in dieser Vereinigung sein werden, die werde ich also dazu überreden, keinen Pfennig zu nehmen. Und das muss so sein. Es darf ein Patient in der Not nicht in Verdrückung kommen, es darf nicht in Erpressung kommen. Und ich finde das absolut unherzlich, dass man einen Patienten, der nun krank ist und in Not ist, doppelt ausquetscht. Das widerspricht meinem ärztlichen Empfinden. Und wie ging das nun bei Ihnen? Das war auch bei Ihnen so, dass das praktisch von dem Moment ab umgekehrt ist. Ja, also Sie haben mir geholfen, die Konflikte zu finden. Ja, die haben wir gefunden. Und von dem Augenblick an war ich gelöster. Also es war so, dass ich sehr hinfällig war, dass auch Depressionen dazu kamen. Ja. Sie haben ja zwei Konflikte gehabt. Den einen, den haben wir zwar in der Realität noch nicht ganz gelöst, aber Sie wissen jetzt, wo es lang geht. Sie wissen den Weg, das beruhigt Sie schon und das ist für Sie, damit ist schon der Konflikt ausgeräumt. Und der zweite, dieser Todesangstkonflikt, den Sie bekommen haben, als man Ihnen gesagt hat, Sie haben Krebs, daraus die Lungenrundherde, die sind ja jetzt am Zurückgehen. Genau. Sie haben also keine Angst mehr und Sie haben auch keine Angst mehr, nicht? Nein, habe ich überhaupt nicht mehr. Nee. Man muss ganz einfach an Sie glauben. Und wenn man das uneingeschränkt macht, dann kann einem eigentlich nichts mehr passieren. Ein Wunder mit System. Mhm. Also ich habe mit meinen Kindern telefoniert und ihnen gesagt, dass ich jetzt schwimme und Rad fahre und tanze. Und meine Tochter sagte, wollten es nicht glauben, ne? Ach ja, du bist ja überhaupt krank. Daran habe ich überhaupt nicht mehr gedacht, weil sie also an meiner Stimme sehen konnte, wie gut es mir ging. Jetzt kommt er dann mal an den Rand. Die Diagnostik des Konflikterlebnisses können wir in Zukunft quasi nach Rezept machen. Wir wissen meistens, wo der Krebs ist, das heißt, wir wissen die Lokalisation, wir wissen auch meistens die histologische Diagnose. Nun können wir genau sagen, wir wissen jetzt also durch unser System die Manifestationszeit und wir wissen den Konfliktinhalt. Wir können also nun zurückrechnen, beispielsweise beim Gebärmutterhals, wenn es bei der Frau zum ersten Mal geblutet hat, 12 Monate zurückrechnen. Dann zu dem Zeitpunkt, 12 Monate vorher, muss sie also ein schwerstes Konflikterlebnis gehabt haben und dieses Konflikterlebnis muss sexueller Art gewesen sein. Nun gibt es die sogenannten Fernmetastasen, die es nach unserem System nicht gibt, sondern wenn der Patient zum Beispiel gesagt bekommt, du hast Krebs, dann kriegt er ein neues, schwerstes Konflikterlebnis in den sehr vielen Fällen. Und dieses schwerste Konflikterlebnis führt wieder zu einem neuen Krebs, zum Beispiel in der Lunge oder im Knochen. Und dieses bezeichnen die Mediziner dann als Metastasen. Ich bezeichne das als einen neuen Krebs, der durch ein neues, schwerstes Konflikterlebnis entstanden ist. Und dieses Konflikterlebnis hält auch die gesamte Zeit an, bis man diesen neuen Krebs erkennt.
Die Therapie des Krebses geht davon aus, dass wir den Patienten aus seinem Bann, aus dieser Fehlkodierung, die aus dem Gehirn kommt, befreien müssen. Und dazu brauchen wir Ärzte mit gesundem Menschenverstand, die sich in die Seele eines Patienten hineindenken können und die sich vorstellen können, warum dieser Patient, speziell dieser Patient, an diesem Konflikt erkrankt ist. Fall Zemelka übersehen wir am längsten und können ihn genau verfolgen. Der Patient hatte einen schweren Konflikt mit seinem Meister und ich habe ihn untersucht in Gegenwart der Oberärztin einer großen Klinik und ich habe dann geraten, dass der Meister kommen solle und sich mit ihm versöhnen. Habe das mit dem Chef besprochen. Er kam dann auch und hat sich versöhnt. Es war eine sehr dramatische Sache. Von Stund an ging es dem Patienten besser. Das war Ende Juli. Und wir sehen nun diesen großen Prozess da in der rechten Lunge. Der Prozess war praktisch inoperabel, denn hinter dem Herzen war alles voll mit großen Lymphknotenpaketen. Nach der Konfliktausräumung besserte sich spontan von Stund an der Befund. Die Oberärztin hatte gesagt, Herr Hammer, diesen Fall wollen wir mal als Testfall nehmen. Der Patient hat nicht mal ein Promille Chance. Wenn er stirbt, haben Sie Unrecht. Kommt er durch, dann haben Sie Recht. Und nun vollzieht sich dieses Wunder mit System, müsste man sagen. Dieser Prozess geht zurück ohne Medikamente, ohne Bestrahlung, bis auf einen gewissen Restzustand. Und nun passiert aber etwas, der Patient geht nach Reichenhall in die Nebelkammer, in die Salznebelkammer, kommt wieder und der ganze rechte Oberlappen ist wieder nicht mehr belüftet und die Kollegen sagen, oh Gott, der Krebs ist zurückgekommen, muss sofort operiert werden, der rechte Lungenflügel muss rausoperiert werden. Dann habe ich gesagt, nein, das kann gar nicht sein, der Krebs kann nicht zurückgekommen sein, weil er mit dem Meister keinen Konflikt wieder gehabt hat. Das kann nur das Salz in den Bronchien sein. Und wirklich in den nächsten Wochen hat der Patient dieses Salz wieder ausgehustet. Und wir sehen, wie sich jetzt diese Atelektase, diese Mangelbelüftung des rechten Oberlappens zurückbildet. Und hier noch ein atelektatischer Restzustand des Oberlappens bleibt. Und nun sehen wir etwas ganz besonders Typisches. Das Mediastinum zieht sich hier herüber, die ganze Lunge schrumpft narbig an dieser Stelle und zieht das ganze Herz und sogar die gesunde Lunge hier herüber durch diese narbige Schrumpfung dieses Prozesses. Das heißt, der Krebs geht narbig schrumpfend zurück, vernarbt, richtig, und zieht damit das gesunde Gewebe rüber. Man sieht es auch oben an diesem, an dem Haupt, an der Luftröhre, die zieht sich hier herüber zu der ehemals kranken Seite und das Herz verschiebt sich hier rüber, das Herz verschiebt sich um etwa 1,5 Zentimeter nach rechts. Und das ist also nun der Restzustand, der durch diese Salzinhalation forciert wurde, beschleunigt wurde. Und so ähnlich sieht der Restzustand dann nach einem Bronchialkarzinom aus. Dem Patienten geht es heute hervorragend, er hat 6 Kilo Übergewicht, ist voll belastungsfähig wieder und ist klinisch gesund, röntgenologisch mit einem Restzustand, mit einem narbigen Restzustand geheilt.
Ja. Zum Ausruhen. Also wenn man wirklich so müde ist, hier das Panorama, linke Hand. Ja, okay, und das ist auch so gut erhalten. Ja. Guck mal, jetzt sind wir aber hochgekrabbelt. 300 Meter hoch sind wir jetzt gekrabbelt. Noch ein paar Meter wird das noch gehen. Herr Zemelka, nun sind wir also so hochgekrabbelt, 300 Meter hoch, ohne anzuhalten. Und Sie sind überhaupt gar nicht aus der Puste gekommen? Nein, ich würde noch selber ein paar Meter höher kommen. Ja, inzwischen haben Sie so wieder sogar 6 Kilo Übergewicht. Ich muss wieder runter, das ist zu schwer, ich bin schon zu schwer. Also ich würde ja noch höher kommen, aber dann käme ich ins Schwitzen. Warum? Weil ich schwerer bin. Automatisch. Das soll man doch schon verstehen, oder? Ja, ja. Und Sie sind nun der Patient, bei dem man das am längsten verfolgen kann, wie die Sache gegangen ist. Sie hatten mir einen Bronchialkrebs gehabt im rechten Oberlappen. Und nun, wie, Sie fühlen sich wieder? Ja, ich fühle mich wieder wohl, freilich. Ich habe wieder zugenommen. Ja, neulich sind Sie sogar mit dem Fahrrad hier raufgeschoben. Ja, auch vorher das 8 Kilometer gefahren. Das hat Ihnen überhaupt nichts ausgemacht. Ach nee, am Fahrradfahren, das ist immer mein Liebstes. Besonders jetzt, ja. Ja, ich dachte. Und wie hat das schwer zu laufen, weil ich mehr zu schleppen habe. Ja. Wie ist das nun damals gewesen, als wir dieses Gespräch miteinander hatten und anschließend Sie sich mit dem Meister versöhnt hatten, mit dem Sie den... Automatisch. Besseren Appetit, ruhiger war ich. Ja, ging das sofort von einer Stunde auf die andere? Man könnte es bald sagen, von einer Stunde. Ja. Die Frau war dort, hat sie mir schon bald was von Apfelsinen und so weiter gebracht. Ja, die immer mehr zu essen. Ja, ja, das ist also, die Frau hat mir damals gesagt, ich erkenne meinen Mann nicht mehr wieder, der lacht und scherzt. Ja, wissen Sie. Ganz plötzlich von einer Stunde auf die andere. Man hat ja bloß in die Decke gestarrt und gedacht, wann kommt Herr Hutzle mit dem Messer, ne? Ja, ja. Wann wird er operieren und so weiter. Und wo ich hörte, dass ich die halbe Lunge rauskriegen sollte, da war ich natürlich nicht begeistert. Da waren Sie am Boden zerstört, ja. Und das ist ja so... Wir haben ja nun den ganzen Verlauf so verfolgt bei Ihnen. Das hat ja sofort... Das haben Sie ja selber mitbekommen. Ja, ja, ja. Und es waren auch die Komplikationen, die dabei waren, als Sie nun in dieser reichen Hall diese Salz... Und das war wieder schlimmer. Das war wieder schlimmer. Ja. Deshalb habe ich heute noch den Husten und huste heute noch Salz. Ja, ja, ja. Das war ein Fehler des Arztes im Bad. Ja, und die Ärzte haben dann sofort gesagt, oh Gott... Jetzt ist da wieder der Krebs gekommen, jetzt muss die Lunge wieder rausgeschnitten werden. Ja, das sagt er sowas Ähnliches wenigstens. Ich überweise es jetzt einem Chirurgen. Ja. Damit konnte ich doch schon rechnen, dass sie wieder die Lunge raus soll. Ne? Immer wenn ein Patient, der mal Krebs gehabt hat, irgendwas bekommt, und wenn es nur eine Grippe ist oder wenn es irgendwas, eine Bronchitis ist, dann heißt es sofort, das ist wieder der Krebs. Ne? Ja, genau. Ja, und da hat der Patient auch immer Angst davor, dass er nun wieder Krebs hat, dass das irgendwie wiederkommt, dass das einen Rückfall gibt. Nein, ich hoffe, dass ich nächstes Jahr zur Arbeit gehe. Guten Tag. Guten Tag. Herr Doktor. Herr Doktor. Frau Werder, unser Problemfall. Warum läuft das eigentlich nicht so richtig? Sie kommen nicht zueinander. Eigentlich wollen Sie doch beide. Trotzdem klappt es nicht. Hm? Ja, ja, das ist so eine schwierige Frage. Ja. Ja. Sie wollen sich eigentlich miteinander mal richtig verständigen. Und trotzdem klappt es nicht. Ach ja, ich würde sagen, so klappt es nicht. Das kann man so gar nicht, also von mir aus gesehen, gar nicht sagen, weil das dann ja so tiefgründige Dinge mit sich bringt. Klappen. Aber es ist eben so bei Ihnen... Ich meine, es muss ja bei Ihnen hauptsächlich klappen. Sie sind ja der Patient. Ja, genau. Nicht? Ja. Das sage ich auch. Ja. Und mein Mann, da fängt dann wieder an, tja, da hast du ja auch mal, ja, und, ja. Ja, ja, ja. Und es geht ja auch eigentlich da gar nicht darum, sich gegenseitig nun Schuld hin und her zu schieben, sondern das Problem ist ja, dass Ihr Selbstwertgefühl angeknackt ist, nicht? Dass Sie einfach das Gefühl haben, Sie sind nicht mehr vollwertiger Mensch. Ja. Und das ist eigentlich vielleicht, sagen Sie, ein Teil Schuld Ihres Mannes. Aber von Schuld kann man gar nicht sprechen eigentlich. Ich versuche ja auch, gerade bevor ich hier das begann,
habe ich ja auch wieder versucht, ihr Selbstwertgefühl durch Optimismus aufzubauen. Ja, das ist nicht, das reicht nicht. Wir können ja nicht einfach Optimismus, sondern sie muss ja spüren, dass er mit ganzem Herzen dabei ist. Nicht? Nur so etwas kann richtig überzeugen. Ne? Naja, nun, ich habe hier zum Beispiel gesagt, schau mal, ich habe dich hierher gebracht. Das macht man ja nicht so aus, ohne wie. Mhm. Überhaupt einmal an den Herrn Dr. Hamer ranzukommen und wenn man nicht von innen heraus das Gefühl hat, da ist eine Chance, die du unter Umständen auch, die man nutzen kann, weil man das Gefühl hat, das ist ein Weg, der begehbar ist, der bisher noch nicht begangen wurde. Aber sie überzeugt sie noch nicht. Ich weiß nicht. Innerlich überzeugt sie es noch nicht. Und es ist auch schwierig, sie sind 15 Jahre älter als ihr Mann. Ja, in dem Alter macht sich das sehr stark bemerkbar. Was würde sie möchten, dass er von ganzem Herzen zu Ihnen findet, nicht? Ja. Das geht nicht. Schwierig, ja. Wir werden jeden Tag weiter daran arbeiten. Ja, Frau Werder ist unsere Problempatientin. Sie hat im November 81 sie an einem Blasenkarzinom erkrankt, nachdem ein Jahr zuvor ihr Mann sie furchtbar vor der Verwandtschaft gedemütigt hat. Das hat sie ihm nie vergessen. Und als man nach einem halben Jahr sagte, dass das weitergeht, da hat sie einen furchtbaren Selbstwerteinbruch bekommen. Der Ehemann ist 15 Jahre jünger. Und darin liegt die Problematik. Und die beiden sitzen zusammen und finden nicht das erlösende Wort und nicht die erlösende Art, miteinander einen wirklichen Konfliktausräumung zu schaffen, einen wirklichen Frieden zu machen. Ich weiß auch nicht, ob wir diesen Konflikt ausräumen werden. Jetzt gehen wir zu einer Patientin, die vor 22 Jahren aus Polen zu uns in den Westen kam, nachdem sie dort von ihrem Mann in einer Nacht sexuell so furchtbar missbraucht worden ist und so sehr geschlagen wurde, dass der Ehemann anschließend ein Jahr ins Gefängnis musste. Und nun vor einem Jahr kommt ein Brief vom Roten Kreuz, dass der Ehemann in den Westen will. Und die Frau geriet in Panik. Und alle zwei Monate kamen wieder Briefe und nun zuletzt auch von ihm selbst. Und dann ist sie vor kurzem an einem Gebärmutterhalskarzinom erkrankt. Ja. Oh, ich erkenne mich noch. Ich habe ja die tollsten Sachen schon von Ihnen gehört. Sie sind schon den ganzen Gang entlang spaziert. Ja. Das ist ja erstaunlich. Und gegessen haben Sie heute? Gegessen habe ich. Was? Sogar zweimal verlangt. Zweimal? Also bin ich zwei Tage. Und die letzten Tage vorher? Überhaupt nicht. Gar nicht? Überhaupt nicht. Ich habe mich schon immer erbrochen. Ich konnte nichts essen. Und heute Morgen sind Sie ganz aufrecht auf dem Gang spaziert. Es geht auch schon ganz gerade. Ja. Ich weiß zwar nicht, was ist. Und die Nächte haben Sie nur gebückt im Sitzen, da so ein bisschen. Die letzten zwei Wochen. Und jetzt heute Nacht haben Sie 4 Stunden lang am Stück im Liegen geschlafen. Und Opiate braucht Sie? Nein, wir haben bis auf die Hälfte reduziert von einem starken Schmerzmittel. Also von wenig. 10 bis 15 Ampullen. Ich habe auch nicht mehr so starke Schmerzen. Sie bekommen nur noch die Hälfte, binnen 3 Tagen auf die Hälfte reduziert. Und der Konflikt ist ja auch weitgehend behoben, nicht? Ja. Die Schwester, die Tochter hat ja jetzt den Brief geschrieben, nicht? Ja. Den haben Sie ja gestern gesehen, gelesen, ja? Und jetzt haben Sie ja nicht mehr das Gefühl, dass der Mann nochmal kommen wird. Nein, ich werde immer ruhiger. Sie werden immer ruhiger. Das Problem ist vorbei. Ich glaube es auch, nicht? Du hast selber gedacht, dass du gar nicht die Reise bis hierhin schaffst, ne? Mhm. Aber jetzt kannst du schon den ganzen Gang entlang spazieren. Fabelhaft. Auch richtig mit kräftigen Schritten geht so das Zimmer, ne? Wäscht sich allein. Ist vorher also ganz gekrümmt, ganz langsam. Und das langsam. Innerhalb von einem Tag praktisch. Ja. Fabelhaft. Machen Sie weiter so. Das ist gut so. Muss davon ausgehen, dass auch die eventuell parallel bestehenden zweiten und dritten Karzinome behandelt werden. Das heißt, auch diese Konflikte müssen natürlich ausgeräumt werden. Und nun muss der Patient lernen, dass er wieder gesund ist.
Und wir Ärzte müssen lernen, die Vorgänge, die sich abspielen, wenn ein Karzinom ohne Operation, ohne Bestrahlung und ohne Medikamente spontan zurückgeht. Herr Wipperfeld, Sie wollen ja heute nach Hause fahren. Ja. Zwar, weil die Krankenkasse die Kosten noch nicht übernimmt. Das kann ich verstehen. Ja. Und es wird Ihnen auch zu Hause weiter besser gehen. Das kann ich Ihnen versprechen. Der Konflikt, der ist ja ausgeräumt, als ein Sorgekonflikt, den Sie um Ihre Tochter hatten. Ne? Die Tochter ist ja jetzt, mit der habe ich ja gesprochen. Ne? Das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Das ist alles okay. Und wie war es denn vorher? Ja, es war sehr schön. Ich bin gar nicht mehr wiederzuerkennen. Ich sehe Sie da draußen spazieren gehen. Bevor ich nach Ihnen kam, war ich so schlecht dran, dass ich nicht mehr rasieren konnte. Ich konnte nichts mehr essen. Kein Krümel mehr. Und wenn ein Krümel, dann aber nach Guss die Schluckbeschwerden hatte. Es war ja alles zu. Ja, und laufen Sie nicht mehr? Laufen überhaupt nicht. Und seitdem Sie... Und was haben Sie in der Klinik gesagt? Ja, in Köln hat man mir gesagt, in Köln-Mehrheim, in der Lungenklinik, Herr Wipperfeld, Sie können nach Hause fahren. Eine Operation ist leider bei Ihnen nicht mehr möglich. Und wie viele Tage haben Sie? Und dann habe ich gefragt, was habe ich denn noch zu leben? Ja, haben beide Ärzte ein Fenster rausgesehen, haben dann gemeint, so, ja, ein Jahr, Höchstfall anderthalb. Und dann habe ich Sie getroffen. Und dann war alles gut. Genau, das war gut. Wir tun mal ein bisschen ausziehen, dann können wir mal die Lunge ab, wollen wir mal sehen, wie weit die Sache jetzt... Luft habe ich wieder. Luft habe ich wieder, ja. Wir können ja spazieren gehen, Fahrrad fahren, ja. Alles. So ist gut. Jetzt mal tief ein- und ausatmen, offene Mund. Ist wieder belüftet. Der Unterlappen ist noch nicht richtig belüftet, das ist noch weitgehend zu, aber das geht nicht von einem Tag auf den anderen. Nein, das ist erwartet. Erst drei Wochen, kann man noch nicht erwarten. Drei Wochen in Behandlung. Ja. Aber oben ist schon wieder belüftet, Sie können jetzt sozusagen wieder auf anderthalb Lungenflügeln atmen. Ja, gehen Sie ruhig nach Hause, lassen Sie sich verhüllen von Ihrer Frau und der Rest geht auch noch in Ordnung. Ja. Mein Name ist Erhard Jäger, ich komme aus Lüdenscheid und ich möchte mal ganz kurz meinen Krankheitsverlauf hier schildern. Ich bin 1978 das erste Mal an Darmkrebs operiert worden und wie mir mein damaliger Professor die Sache schilderte, war nichts mehr zurückzulegen, also es war endgültig. Und der klärte mich auch über meine Krebskrankheit auf. Das war ein Schlag mit dem Hammer. Das kann ein Außensteher gar nicht fühlen, wie es einem zumute ist. Ich habe mich mit meiner Krankheit sehr schnell auseinandergesetzt. Die Operation ist gut verlaufen. Die Heilungsaussichten nach Ansicht meines Professors waren sehr gut. Ich habe mich auch nach der Operation sehr schnell erholt. Ich sollte vorübergehend als Rentner laufen, was ich aber nicht wollte, da ich eine Planstelle in der Firma hatte. Und die Arbeit wollte ich nicht aufgeben. Und ich bin von Natur aus ein Kämpfer. Und das werde ich auch nach wie vor beibehalten. Bis zu dem Jahre 82. Im Juni stellten sich bei mir wiederum Schmerzen in der Darmgegend ein. Ich suchte das Krankenhaus zweimal auf in unserer Stadt, bin aber dann von da aus wiederum nach der Uniklinik Hannover gegangen und bin dann operiert worden. Und man stellte fest, dass ich wiederum Krebs hatte. Ich selbst habe nur eine gewisse Ahnung
von meiner Krankheit geheilt. Wurde aber dann durch meine Frau vor kurzer Zeit restlos aufgeklärt, dass ich verschiedene Krebskrankheiten mit mir führte, unter anderem zwei Tumore am Rückgrat, Lungenrundherde und eventuell am Hals, an der Speiseröhre. Nun hörte ich durch meine Tochter, die sich sehr für mich einsetzte, von dem Dr. Hame, der seine Berichte in der Bild-Zeitung brachte und wir diese, meine Tochter diese Adresse rückverfolgte, bis wir Kontakt mit Dr. Hame hatten. Und da bin ich aufgeklärt worden, dass die Art meiner Krankheit seelischer Art wären, Konflikte, die ich hinter mir hatte und die ich dann auch einsah. Ich hatte zum Beispiel einen schweren Auffahrunfall, wo ich praktisch Todesängste ausstand, nachher finanzielle Art, wer bezahlt den Schaden und auch vorweg noch arbeitsmäßig Konflikte mit meinen Vorgesetzten. Nach dem Gespräch fiel mir ein Stein vom Herzen. Ich habe mich sehr schnell hier in den Patientenkreis eingefunden. Es ist ja so, Herr Kollege, Sie haben offenbar die Sache nicht, das System nicht richtig begriffen. Sehen Sie mal, ich sage ja vor einer Untersuchung exakt, und ich habe eine Wahrscheinlichkeitsberechnung des Regierungspräsidiums Tübingen darüber. Ich sage beispielsweise bei einem Patienten, ich will mal ein Beispiel nehmen, in einer Universitätsklinik hat der Kollege zu mir gesagt, der Chef, so Herr Hammer, hier haben wir einen Patienten mit einem Adenokarzinom der Lunge, einem Rundherd der Lunge, Krebs der Lunge. Nun hat er gesagt, was müssen Sie noch wissen? Da habe ich gesagt, ich muss wissen, wann der die ersten Beschwerden bekommen hat. Gut, sagt er, fragen wir ihn, also Ende Oktober, Anfang November. Da habe ich gesagt, dieser Patient muss also 7 Monate vorher das schlimmste Konflikterlebnis seines Lebens gehabt haben, und das muss ein Todesangstkonflikterlebnis gewesen sein. Da hat er gesagt, also Herr Hammer, entweder sind Sie der größte Spinner oder Sie haben recht. Jetzt wollen wir den Patienten fragen. Da haben wir ihn gefragt, der hatte nie ein Konflikterlebnis gehabt, aber er hatte 7 Monate vorher, im April 81, ein Delirium gehabt. Und das ist das schlimmste Todeskonflikterlebnis, was man haben kann, denn der war weg, der war also sozusagen nicht mehr bei Bewusstsein, hat aber immer noch gemerkt, wie die Frau ihm geschlagen hat und immer geschrien hat, der ist tot, der ist tot, der ist tot, der ist tot. Das hat er immer gehört. Daraus hat der Patient einen Konflikt entwickelt. Nun habe ich ausrechnen lassen, wie wahrscheinlich das wohl sein könnte, dass ich zufällig, idiotischerweise, das müsste ja ein irrer Zufall sein, dass ich sagen muss, also unter 300, 500 Patienten bekommt mal einer einen Todesangstkonflikt. Ja? Und nun, dass der den ausgerechnet im April 81 gehabt haben soll, da habe ich diese Wahrscheinlichkeitsberechnung anstellen lassen, dass das also unter 1 Million Fällen könnte ich, also wenn ich 1 Million mal tippe, könnte ich einmal richtig tippen. Wir Patienten haben gemeinsam eine Resolution verfasst, die uns jetzt unsere Mitpatientin Frau Hartzen vorlesen wird. Am 10. Dezember 82 um 14.30 Uhr tagte ein Schiedsgericht, das aus 5 Ärztinnen und Ärzten bestand. Dieses Ärztegremium war gekommen, um bei etwa 30 Patienten die klinischen und röntgenologischen Befunde daraufhin zu untersuchen, ob bei ihnen, die zufällig und unausgewählt therapiert worden waren, die Kriterien der eisernen Regel des Krebs zutreffen und ob bei ihnen der augenblicklich nach der Konfliktausräumung eingetretene Heilungsprozess System war. Befasst hat sich das Ärztegremium allerdings nur mit 7 Patienten. In allen 7 dieser zufällig herausgegriffenen Fälle erwies es sich, dass das gesamte Konfliktgeschehen eindeutig nach dem Kriterium der eisernen Regel des Krebs abgelaufen war, genau wie die Erkrankung. Sofort nach der Konfliktausräumung fühlten sich alle Patienten gelöst, nahmen an Gewicht zu, der Röntgenbefund zeigte eine Besserung. Trotzdem war das Schiedsgericht nicht bereit zu attestieren, was es sah, sondern es wollte sich auf ein Jahr vertagen.
Wir Patienten sind empört darüber, dass es ganz offensichtlich den Ärzten an Zivilcourage fehlte, eine Sache zu attestieren, die auf der Hand liegt. Drei von uns Patienten bzw. Angehörigen waren Zeuge dieses Geschehens. Nach unserer Meinung darf man keine Zeit unnütz verstreichen lassen, in der man Tausende von Patienten retten könnte. Dabei sterben eben Hunderttausende von Patienten weiter und das ist im Grunde Schweinerei. Und die Patienten fühlen sich ja auch mitverantwortlich, dass sie sagen, gut, also wir sind jetzt gesund geworden, hoffen es jedenfalls und ich nehme es also auch ganz sicher an, aber die anderen, die nun also nicht mehr können, die sollen doch wenigstens wissen, dass wir also nicht nur egoistisch nach uns sind, sondern ja, wir wollen, dass die anderen auch können. Das finde ich auch, aber es ist eine höhere ärztliche Moral, als die Ärzte selber haben. Also der werden wir es hier nie erfahren. Warum nicht? Frau Kollegin, überlegen Sie doch mal den anderen Fall. Wenn ich also recht habe, welche Schuld laden Sie dann auf sich, welche Schuld haben Sie seit einem Jahr auf sich geladen? Da sind 100.000 Patienten in Deutschland gestorben. Und wenn wir die hätten retten können, so wie den Herrn Semelka, dann hätten wir etwas Fantastisches gemacht. Stattdessen haben wir Schuld auf uns geladen, wenn ich recht habe, Frau Kollegin. Das werden Sie ja nie mehr abtragen können. Ja. Sie, das ist doch Feigheit vor dem Feind. Ja, natürlich. Nein, Befangenheit. Befangenheit. Und dann haben Sie alle Angst gehabt, Sie wollen nicht in die Presse und Sie wollen nicht, Sie wollen Ihren Namen nicht genannt haben, weil Sie sonst Schwierigkeiten mit der Ärztekammer bekommen und mit allen möglichen Gremien. Das ist doch jämmerlich. Die Wahrheit kann man doch immer attestieren. Ja? Da kann ja noch niemand für belangen, wenn man die Wahrheit attestiert. Das ist doch, ich kann das gar nicht verstehen, sowas. Und keiner hat ja verlangt, dass sie mehr als die Wahrheit attestieren. Ich frage sich gar nicht, was sie da getan haben. Ja. Ja. Kein Mensch hat doch verlangt, dass sie anderes attestieren, als was die Wahrheit ist. Und die Wahrheit kann jeder mit seinem Namen attestieren. Also ich würde jederzeit, wenn ich das Gefühl habe, die Wahrheit musste attestiert werden, dann würde ich die immer attestieren. So gut ich sie weiß halt. Mehr hat man auch nicht von Ihnen verlangt, von dem Ärztegeben. Ich finde es einfach eine Schweinerei, zum Beispiel in einem Fall von Frau Stein, wo also wirklich alles jetzt weg ist. Wo dieses 5-Mark-Stück große, tiefe Krebsgeschwür, was etwa 3 mm tief war, wo es jetzt weg ist. Und dann sage ich, ja, guckt sie doch an, sie haben sie angeguckt. Und dann sage ich, das können wir doch attestieren, es ist weg. Ja, ob sich die Histologen nicht geirrt haben, vielleicht war es gar kein Krebs am Ende. Da sage ich, der wollte mal das halbe Gesicht wegschneiden, es war schon Krebs. Es ist ja auch ein histologischer Befund notiert, es ist ein Plattenepithelkarzinoma. Ja, aber, ja, jetzt ist ja alles weg und vielleicht war es kein Krebs. Dann kann man zum Schluss immer irgendwas sagen. Wenn ich 100 Patienten bringe, sagen Sie mal, war vielleicht 100 Mal Zufall, vielleicht war es 100 Mal gar kein Krebs. Vielleicht haben sich dann alle Professoren geirrt. Aber man will es nicht attestieren. Dann soll man doch attestieren, die Professoren haben sich entweder alle geirrt oder sie ist nach dem harmischen System gesund geworden. Mehr will ich ja auch nicht. Ja, vor allem wäre ich jetzt operiert gewesen. Ja. Und so ist sie effektiv gesund. Wenn einer gesund ist, ist er gesund. Dann kann die Ärzte sagen, ja, ist gesund, ist wirklich gesund, ist kein Geschwür mehr da, ist kein Krebs mehr da. Können Sie mal kurz den Fall Frau Stein erklären? Frau Stein kam am 14. November zu uns, damals waren wir noch in Sassbach-Walden, 2 Tage bevor die Operation stattfinden sollte. Die war schon geplant. Nee, ein Tag, am Sonntag bin ich gekommen. Am Sonntag, Entschuldigung. Montag sollte die Operation sein. Sie wollte wieder nach Hamburg fahren, es war schon alles geplant, sie hat auch schon unterschrieben, dass die Operation stattfinden sollte, war schon auf dem Operationsplan, alle Voruntersuchungen waren gemacht, eindeutig Plattenepithelkarzinom, etwa so groß, gut 5 Markstück großes, tiefes Krebsgeschwür in der rechten. Ja, es war auch vorher eine Gewebsentnahme gemacht worden. Ja, es war vorher eine Gewebsentnahme gemacht worden, man konnte sehen, ein tiefes, 3 mm tiefes Krebsgeschwür. Und dann habe ich hier gesagt, Frau Steinler, erzählen Sie es selbst mal. Sie haben mich gefragt, ob ich ein großes Problem gehabt habe. Ein oralen Konflikt, ja. Ja, von ungefähr 9 Monaten. Ja. Da war mein Bruder dabei und da sagte er, sind dich doch, du hast mir doch im Auto erzählt, dass du vor 9 Monaten im Februar
da einen Führerschein abgeben musstest. Ja. Und da sagte sie dann, ach, ja, jetzt weiß ich's. Ja. Da haben sie pusten müssen. Damit ist das entstanden. Ja, und der Bruder berichtete noch, die Schwester hat, also selbst auf der Fahrt hierher, nicht etwa von ihrem Krebs erzählt, sondern pausenlos nur noch von dem Führerschein. Da habe ich gesagt, das ist auch, so ist ein Konflikt, das ist eigentlich ein Bagatellkonflikt, ja, wenn man das hinsichtlich im Vergleich zu dem Krebs sieht. Mhm. Aber sie hat nun mal pausenlos nur noch über den Führerschein nachgedacht. Und immerhin so schlimm war es, dass er das halbe Gesicht verloren hätte und man hatte ihr nur eine Überlebenschance von 50% gegeben. Mhm. Und da habe ich gesagt, Frau Stein, da fahren Sie nicht zur Operation. Ich garantiere Ihnen, wenn der Bruder das alles in die Wege leitet, dass Sie Ihren Führerschein wiederbekommen. Und dann wird das auch von alleine zurückgehen. Und in 4 Wochen werden Sie das gar nicht mehr wiedererkennen. Stimmt? Ja, und mein Bruder hat sehr geholfen. Der hat sofort gespurt, ja, das ist fabelhaft, hat er gespurt. Innerhalb von 2 Tagen rief er an, also Ingrid, geht alles in Ordnung, das habe ich alles im Griff, also dann kriege ich die Bescheinigung und du musst da kommen, Erste-Hilfe-Kurs machen und du musst das und das noch machen und dann bis in so und so vielen Tagen haben wir alles beisammen und dann kriegst du deinen Führerschein wieder. Ja, wir kriegen ihn am 15. Wir kriegen ihn am 15. Und jetzt haben wir gestern also mal reingeschaut in den Mund und es ist nichts mehr zu sehen, überhaupt nichts mehr. Ein ganz klein bisschen gerötete Stelle noch dort, wo früher mal der Krebs gesessen hat. Ich fühle es ja auch kaum noch mit der Zunge, wenn ich dran komme. Ja, ja, es ist also weg und die Ärzte haben sich davon überzeugt, es ist wirklich weg. Es ist praktisch nichts mehr zu sehen, wir nennen das eine Restitutio ad integrum, also vollkommene Heilung. Und wenn Sie jetzt wieder ins Bundeswehrlazarett nach Hamburg kommen, dann werden Sie sagen, ja, das ist, da, das ist irgendwie ein Wunder oder ein Zufall oder irgendwas. Ja, ich bin gespannt, was Sie sagen. Ja, ja. Nicht? Das ist ein typischer Fall, wo es dann nachher heißt, ja, vielleicht war es gar kein Krebs. Auf gar keinen Fall kann der Harmon ja recht haben. Das dann, kann dann wohl kein Krebs gewesen sein. Aber das Gesicht wollte man hier wegschneiden. Ja. Das war ja schon auf dem Operationsplan für den nächsten Tag vorgesehen und man hätte alles weggeschnitten. Ich wollte den Kiefer wegschneiden, man wollte halb den Kiefer wegschneiden. Ich erinnere mich nur noch daran, dass die Blutkonserven fehlten. Damit hatte ich noch 2 Tage Urlaub gekriegt. Sonst wäre ich schon auf Projekt gewesen. Ja. Und jetzt ist sie komplett gesund. Statt der Blutkonserven trinken wir Wein. Welcher Patient, welche der 7 Patienten können Sie noch vorstellen? Nicht zum Beispiel den Herrn Schulz. Ja. Das ist in seinem Fall. Ja. Herr Schulz kam zu uns vor, wann war es? Am 3. November, also vor 5 Wochen. Und vor 5 Wochen, da war also die erste Aufnahme, war diese zweite von links. Da sahen wir auf der rechten Seite einen riesigen großen Tumor in der Lunge. Und in der Nachfolgung, wir haben dann einen Konflikt gefunden bei Ihnen, das war der zentrale, Herr Schulz, gab es eigentlich nur einen, nicht? Den Sie morgens aufgestanden sind und haben gesagt, was ist mit Peter, nicht? Wie wird es mit Peter weitergehen? Dürfen wir ruhig sagen, ein Sohn, der ist, hat, weil er ein Kind bekam und ein zweites dann gleich danach, hat er also das Studium nicht mehr geschafft, hat sich nicht mehr, hat dann abgesattelt. Ja. Dann hat er nun keinen Beruf gehabt und die Frau hat auch ihre Arbeit verloren und Herr Schulz hat nun dauernd als guter Vater immer gedacht, oh Gott, was wird mit dem Peter sein, ne? Und das Problem Peter, mit dem ist er morgens aufgestanden, abends zu Bett gegangen, nicht? Herr Schulz, so war es. Ja. Und dann haben wir gesagt, also Herr Schulz, das Problem, das können wir sicher lösen, da werden wir jetzt mal, Abschluss bekommen. Ja. Und das haben wir, Herr Schulz, an den Technikum nach Bremen, an die Frau Mertens, telefoniert und geschrieben und haben gesagt, bitte tut den als Härtefall einen Abschluss ermöglichen, tut den ins laufende Semester aufnehmen. Innerhalb von 8 Tagen war er denn. Ja, aber, ja. Und Problem war gelöst. Okay. Ja, dann Schulz gesagt, okay, Peter, alles in Ordnung. Hundertprozentig. Und die Röntgenbilder zeigen auch, dass alles in Ordnung ist mit Peter, denn von dieser zweiten Aufnahme da an geht der Befund kontinuierlich zurück. Wir sehen, dass sich dieser Tumor zurückbildet, nervig schrumpfend, kleiner wird und
Herr Schulz hat ein Gewicht zugenommen. Das ist 6 Pfund. 6 Pfund, jetzt hört er auf, weiter zuzunehmen, weil er Zucker und jetzt bin ich etwas weniger essen. Ja, aber fühlt sich genau. Ja, aber jetzt fühle ich wohl. 100%. Ja, und das haben wir auch gestern mit Herrn Schulz. Auch keine Schmerzen. Und was da wichtig war, Herr Schulz ist nie mit irgendeinem Zytostatikum behandelt worden, ist nie bestrahlt worden. Und das war also nach schulmedizinischer Meinung überhaupt keine Behandlung bekommen. Aber der Konflikt ist ausgeräumt worden. Und von Stund an, Herr Schulz, das können Sie vielleicht auch berichten, dass das wie bumm geht, als Sie wussten, Peter geht in die Studium. Da fühlte mich vollkommen frei, es lief alles bestens. Hatte auch, ich möchte mal sagen, mehr noch Appetit. Losigkeit direkt konnte ich nicht klar, aber ich aß mit Freude und. Ja, und Sie haben fühlte mich ziemlich abgenommen, ja, vorher. Ja, vorher abgenommen. Wie viel Kilo hatten Sie abgenommen? 10 Kilo. Ja, also, wäre vielleicht noch weiter runtergegangen. Ja, ja, ja. Und dann von dem Moment an haben Sie wieder zugenommen. Aufwärts. Ja. Das ist ein typischer Fall und wir haben das dem Schiedsrichter vorgeführt. Die haben sich ja willkürlich da irgendwelche Leute rausgegriffen aus diesen 30. Und dann haben wir gesagt, bitte sehr, also der Röntgenologe konnte ja nicht abstreiten, dass das Röntgenbild zurückgeht. Also dass der Tumor zurückgeht, ganz eindeutig. Und dass der Patient auch keinerlei andere schulmedizinische Behandlung bekommen hatte. Ja, also, ja aber ich weiß nicht, ich möchte das doch nicht, wir möchten es doch nicht unterschreiben. Und so. Fanden wir ziemlich schlimm, nicht? Dass wir keine Tumor arbeiten. Die war doch, die eine Ärzte, die war ja bange, die glaubte das nicht recht. Die war wohl der Meinung, dass irgendeine Behandlung doch stattgefunden hat. Ja. Der hat sie mehrmals gefragt, ob ich noch irgendwas behandelt habe. Nee, hat er gesagt, du warst gar nicht. Ist ja. Das bist du ja da. Und das ist, überall sehen wir das ja, alle haben Angst, die Professoren haben Angst, selbst diese harmlosen Dorfärzte haben Angst, irgendwas zu attestieren. Ja, und die einzigen, die eigentlich keine Angst haben, das sind die Patienten, die betroffen. Die werden aber normalerweise gar nicht gefragt. Und das ist das Furchtbare eigentlich, das was mich auch irgendwie dauernd, also nicht schlafen lässt, dass man eigentlich über die Patienten zur Tagesordnung übergeht, ja? Die werden überhaupt nicht gefragt. Da heißt es so, Kobaltbomben, morgen wiederkommen, zack, die erste Bestrahlung oder irgendwas. Die werden überhaupt nicht gefragt, ob das wohl richtig ist, ob das wohl vernünftig ist und ob es da noch eine andere Möglichkeit gibt und ob sie ihr Feld wirklich verkaufen wollen. Zum Beispiel die Frau Stein war eine von denen, die gesagt hat, nee, ich will mich noch mal woanders informieren. Das hat ihr die Backe und wahrscheinlich das ganze Leben gerettet, denn sie hatte ja nur 50% Überlebenschance überhaupt bei der Operation. Mit Sicherheit aber, das hatte ich Ihnen auch gesagt, Frau Stein, nicht, würde diese Operation, diese totale Verstümmelung des ganzen Gesichts, selbst wenn Sie sie überleben, mit Sicherheit den nächsten Krebs auslösen. Ich würde davor schrecken, wenn Sie mich dann gesehen hätten. Ja, wenn Sie in den Spiegel geguckt hätten, da, um Gottes Willen, wer mag mich noch angucken? Ja. Dann hätten Sie mit absoluter Sicherheit Knochenherde bekommen. Und das wäre spätestens der Anfang vom Ende gewesen. Mhm. Ja, und das finde ich, wir Ärzte müssen in Zukunft den Patienten wie einen Partner behandeln und nicht wie so ein Stück Material, mit dem man herumschneidet oder dem man irgendwelche Spritzen verpasst, Strahlen verpasst oder so, sondern wir müssen den Patienten wirklich lernen, als Partner anzunehmen. Der Partner, der sein Fell uns sozusagen zu Markte trägt und sagt, guck mal, was können wir mit dieser Krankheit jetzt machen? Was ist die beste Möglichkeit? Gibt es noch Alternativen? Gibt es dies noch, das noch? Und das ist das Furchtbare, dass auch diese, selbst diese harmlosen Ärzte, die da gestern saßen, harmlosen Anführungszeichen, dass die also auch offenbar nicht mehr über diesen gesunden Menschenverstand verfügen, sondern vollkommen befangen sind in diesen Dogmen der Schulmedizin, und nun genau das nachplappern, was die anderen sagen und sagen, ja, Röntgen mit 5 Jahren, warten wir mal 10 Jahre, egal, auch wenn dann 1 Million stirbt, dann können wir eben nicht ändern, tun wir mal einfach 10 Jahre warten oder 5 Jahre warten oder 1 Jahr warten. Und selbst wenn wir 1 Woche warten, ist es zu viel. Wer wäre denn von Ihnen bereit oder interessiert, auf freiwilliger Grundlage da mitzumachen in einer solchen Vereinigung?
Amici, die Dirk oder so. Wer wäre da bereit mitzumachen? Also auf der Basis, dass er keinerlei Verpflichtungen eingeht, außer der moralischen Verpflichtung, bei einem einzigen Patienten selbst zu helfen, wenn er selbst gesund geworden ist. Das bin ich. Alle. Das Dirk-Hamer-Syndrom und die eiserne Regel des Krebs sind für alle Menschen, die an Krebs erkrankt sind und in Zukunft an Krebs erkranken werden, und für die Ärzte, die diese Menschen behandeln wollen, von allergrößter Wichtigkeit, denn sie können dadurch am Leben bleiben. Und diese eiserne Regel des Krebs ist das letzte Vermächtnis meines toten Sohnes Dirk, der in Rom begraben liegt. Nicht nur, dass durch seinen Tod die Zusammenhänge und die eiserne Regel des Krebs gefunden wurden, weil ich selbst an Krebs erkrankt bin, sondern er war mir auch in der folgenden Zeit stets ein treuer Weggenosse. Ich glaube, ohne Übertreibung sagen zu können, dass die eiserne Regel des Krebs der gewaltigste Einschnitt in der Medizingeschichte der letzten 100 Jahre sein wird. Sie wird die Medizinvorstellung von heute praktisch auf den Kopf stellen. Und entsprechend groß waren auch die Widerstände, die ich zu überwinden hatte und noch immer überwinden muss. Insbesondere hat die Familie des Mörders meines Sohnes und mit ihr die ihr verbundene Mafia verhindert, dass diese Erkenntnisse publiziert werden konnten. Aber nicht nur sie, sondern auch die Schulmedizin, Pharmaindustrie, Röntgenindustrie, alle haben gegen mich gekämpft und kämpfen weiter und werfen mir einen Knüppel nach dem anderen in den Weg. Dabei hätten wir eigentlich, wenn wir sofort beigegangen wären, schon vor einem Jahr und diese Erkenntnisse in die Tat umgesetzt hätten, Millionen Menschen das Leben retten können und könnten es auch in Zukunft. Denn täglich sterben Hunderttausende von Menschen an Krebs, die wir retten könnten, auf eine ganz einfache Art, mit gesundem Menschenverstand, mit Güte und Einfühlungsvermögen, ohne Operationen, ohne Bestrahlung und ohne Medikamente. Alle, was zu fechten, jede Drohne.